Comedy aus Hesse? Ja, Comedy. Meine Damen und Herren, dieser Mann bringt sogar das Zwerchfell zum Bangen. Er ist der Heavy Metal Star unter den Comedians. Und heute mächtig unter Strom. Begrüßen Sie Sven Hieronymus. Dankeschön. Ja, ja. Hallo, herzlich willkommen. Mal gucken, heute die erste Reihe. Na, heute geht's. Ich habe letzte Woche in Worms gespielt, die waren so hässlich in der ersten Reihe. Nee, heute geht's. Es ist jetzt nicht der Knaller, aber es geht. Ihr seid doch gleich dran. Ich muss hier noch schnell das Video noch zu Ende downloaden. Ja, das ist wichtig, weil da sind die Röntgenaufnahmen von meinem Damm von heute Morgen als 3D-Animationsfilm drauf. Ja, ihr lacht. Das geht heute so, das schickt dir dein Arzt direkt aufs Handy und er hat zu mir gesagt, wenn ich das heute online stelle und dafür 100 Likes bekomme, bekomme ich einmal Hämorrhoidenverödung für umsonst. Könnte ich dann auch meine Facebook-Seite angucken und ein Licht am Ende des Tunnels. Ne? Kann auch ein bisschen dauern, weil das ist nämlich der Director's Cut. Ne? In der Zwischenzeit kann ich euch mal von dieser Röntgen-Session erzählen. Ja? Ich meine, sowas macht man ja nicht vor dem Auftritt, aber was hätte ich denn machen sollen? Die hatte ja nichts anderes frei. Ja? Und das war so. Ich war neulich bei meinem Popo-Doktor und er fragte mich einfach so, sag mal, Rocker, was hältst du eigentlich von der Darmspiegelung? Ich meine, was ist denn das für Frage? Und warum fragt er mich das einfach so? Hattet ihr wie bei Meckes Aktionswoche oder was? Los Popos oder wie? Ja? Und ich meine, vor allem, was erwartet denn dir, was man da antwortet, oder? Eine Darmspiegelung. Mensch, scheiße, wie geil. Eine Darmspiegelung. Warum bin ich nicht von selbst drauf gekommen? Eine Darmspiegelung. Juhu. Habe ich natürlich nicht gesagt. Ich habe gesagt, Popo Doktor, vergiss es. Hier, wenn mir früher mein Arzt so eine Frage gestellt hätte, hätte ich direkt die Polizei gerufen, oder? Ja, sagte er, das wäre gar nicht so schlimm. Und er sagt, das kenne ich. Das hat mein Kieferchirurg beim Ziehen meiner Weisheitszähne 8 gesagt. Und mir ist mir auch klar, warum das Weisheitszähne heißt, weil ich weiß halt, dass der Sau wehtut. Also ich sag, Popo-Doktor, vergiss es, ja. Ich meine, was sind das überhaupt, diese Popo-Doktoren, diese Gastroenterologen oder Proktologen, oder? Ich meine, sowas studiert doch keiner freiwillig, oder? Sagt doch keiner, mein Leben ist eh am Arsch, ja. Werd ich halt Proktologe, ja. Das sind doch alles Menschen, die ich schwer Kindheit hatte, ja. Das alles analysiert habe, ja. Wahrscheinlich Ferienhaus an der Côte d'Azur besitze und abends in der Disco Polonaise tanze, ja. Auf jeden Fall sagt Popo-Doktor, vergiss es. Ja, sagt er, man könnte Darm auch röntgen. Darmröntgen, das wäre so quasi der Halbmarathon unter den Darmuntersuchungen. Also quasi wie so Wildsafari mit Foto, aber ohne Gewehr, ja. Und da habe ich gesagt, Röntgen? Hier. Also hingehen, 3-4 Fotos machen, wieder weggehen. Popo-Doktor, das machen wir. So. Und jetzt war ich heute Morgen da. Und ich kann euch mal sagen, der hat mich immer schön verarscht, verstehst du? Weil das tut nämlich dermaßen weh. Und jetzt... Oh Gott, meine Tochter. Kind, was ist? Ich stehe auf der Bühne und mein Popo tut weh. Was? Nein, die Mama hat mir nicht den Arsch versohlt. Nee, was... Nein, ich war auch nicht bei Herrin Heike. Was ist, was willst du? Was? Ach, Quatsch. Rechts ist Gas und links ist Kupplung. Fahrstuhl, ihr macht gerade Führerschein. Du kannst überhaupt eine Fahrstuhl telefonieren. Wie, ihr seid im McDrive. Wieder ein Fahrlehrer, Mann, vielleicht eingeladen. Hat er gesagt, wirst du dreimal richtig blinken, wird ein Big Mac dir winken, oder? Hast du rückwärts eingeparkt, wird nach dem Fischmeck gefragt, oder was? Ja, es wäre besser, mit dem Stellungsfenster runter zu machen, es sei denn, du bist Anna Netrebko und kannst Glas zersingen. Und sag dem Manfred, wenn der dir einmal von rechts die Hand aufs Gehirn geht, geht er mit zum Darmröntgen, aber er ist voller Programm, verstehst du? Und zwar mit Helmkamera und ohne Betäubung. Und hallo? Hallo? Aufgelegt. Du Manfred, ihr Fahrlehrer, was ein Typ. Ich kenne den schon ewig. Kenne den nur als guter Manni. Bei mir aus dem Ort. Da haben wir immer eine Cap beim Autoscooter rumgestanden und haben uns köstlich drüber amüsiert, wie der Fokuhila-Kasper mit seinem Fuchsschwanzschlüssel die Kiste zurück in die Boxe gefahren hat. Weißt du? Und immer ein Bein draußen Baumle gehabt oder hin auf den Stoßstand gestanden. Bevor der sich normal in die Kiste gehockt, wäre lieber mit dem Kopf nach oben, mit dem Fies nach oben gefahren. Weißt du? Hauptsache nicht normal. Ne?
Und deshalb war ja das Gute, weil die coolste Sau im ganzen Ort. Hier die Mädelschlange bei dem vom Haus war länger als vom Einstiegsklo von der ganz Kapp. Und die Mädels waren unrum noch unruhiger. Das Gute, Manni, ihr Fahrlehrer. Was ein Typ, ja? Das ist wahrscheinlich auch so einer, der Sexklingel hat daheim. wisst ihr eigentlich, was ein Sexklingel ist? Wisst ihr, was ein Sexklingel ist? Gut, er hier vorne denkt, klar, kenn ich doch. Das schöne Haus in dem Bahnhof mit der roten Laterne. Dadurch haben wir auf die Sexklingel, dass mich Herrenheigerin lässt. Ist nicht schlecht, stimmt nicht ganz, ja? Sie müssen sich keinen Kopf machen, jemand hat nur beruflich zu tun, das ist nichts Privates, ja? Nee, was das Sexklingel ist, das war ich auch erst seit kurzem aus dem Radio. Und zwar, da war so eine Mitmachsendung zum Thema Frühling. Und da hat so Anna aus Euskirche angerufen und hat ganz stolz erzählt, dass ihr Mann sich für alle gar nicht vorstellbar und völlig überraschend sich ihr Mann nach der Arbeit rasiert und geduscht hätte. Leute, wenn meine Frau beim Radio anrufen würde, würde er ganz stolz erzählen, dass ich mich heute rasiert und geduscht hätte. Ich würde ihr doch Betonschuhe gießen und auf den Baggersee rausfahren, oder? Ey, ihr Millionen Menschen, stellt euch mal vor, mein Mann hat geduscht. Ja, ja, aber ins Duschen ging es der Anna gar nicht. Nein, die Anna hat erzählt, dass ihr Mann allein durch das Rasieren und Dusche ihr nonverbal etwas vermitteln wollte. Also, dass er sie, also sie mit ihm, heute Nacht. Ihr wisst, was ich meine. Ja, so sind wir Männer. Wir reden nicht, wir tun was. Wenn wir erstmal einen verrückten Plan gefasst haben, was weiß ich, mit dem Fahrrad auf dem Mongo, Parrad, wie der blöde Bärsch heißt, oder mit Rollschuh durch die Wüste Gobi. Was Männer halt so machen. Oder was ganz durchgeknalltes, Dusche. Ja, Leute, das... Ja. Das ziehen wir Dusch, ohne mit der Wimper zu zucken, ja. Gut, meistens, weil uns eh nichts Besseres einfällt, aber weil wir uns auf Taten und nicht Worte sprechen. So, und dann hat die Anna noch erzählt, er hätte ihr Lieblingsparfüm aufgelegt. Also nicht ihrs, also seins, was, aber ihr. So, und dann schnallt euch an, hat die Anna im Radio erzählt, hätte der sich buttelarschnackig ins Bett gelegt. Das nenne ich mal nonverbale Kommunikation. Und dann hat er, wie die Anna erzählt, hätte er mit der Sexklingel geläutet. Also bei denen, da haben wir das so, wenn einer von beiden so Lust hat, so auf Bienchen und Blümchen und so, ja, dann wird er oder sie die Sexklingel, Leute. Hab ich mich als erstes gefragt, was der vorher für Geschiss machen muss mit Rasieren und Dusche, wenn der sowieso die Klingel läutet, oder? Gut, man muss jetzt alles verstehen, was in Euskirchen so angesagt ist, ja. Und dann hat die Anna noch erzählt, es ist eine Nacht gewesen, wo es nachher die Schrankwand wieder hätte neu aufbauen müssen und noch drei Straßen weiter die Scheibe rausgeflogen wären. Ja? Und jetzt stehst du da, als Mann wie ich, und hörst das, der seit 20 Jahren mit derselben Frau verheiratet ist. Und was machst du da? Was machst du da? Nee, Dusche, nee. Du gehst erstmal in den Keller. Nicht, um sich in YouPorn einzuloggen. Nee, du gehst in den Keller an die Weihnachtskiste. Und suchst das Weihnachtsglöckchen raus, ja? Ja, so eins hier, weißt du? Mit denen ich früher an Heiligabend immer meine Kinder verarscht habe, weißt du, so. Ho, 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 ho. Habe ich da nicht das Christkind gehört, ja? Also, ich abends heimgekommen, mich rasiert und geduscht. Ihr Lieblingsparfüm aufgelegt. Also nicht ihrs, also meins. Was aber ihr nicht buttelarschnackig ins Bett gelegt und mit Kläschen geklingelt. Und was ist passiert? Kam mal Frau im roten Neckgeschirr die Treppe hochgerannt, hat sich stöhnend auf mich geschmissen und mir eine Nacht geschenkt, wo selbst die ARD noch einen Brennpunkt drüber gemacht hat. Vergiss es. Vergiss es. Meine Kinder standen plötzlich im Schlafzimmer. Weil sie dachte, es gibt Geschenke. Gut,
ihr lacht, ich meine, ihr lacht, ja, aber ihr müsst ja wieder mal überlegen, wie wir aufgeklärt worden sind, oder? Oder besser gesagt, wie wir nicht aufgeklärt worden sind. Wenn ich früher mal Mutter gefragt habe, Mama, warum hatten die Petra von gegenüber eigentlich gar keinen Pullermann? Ja, da hat meine Mutter nur gesagt, dafür bist du noch zu klein. Gut, ich meine, ich war ja auch erst 17. Ja, ja, das glauben die Leute von heute doch gar nicht mehr, oder? Hier, wir waren früher so unbedarft, wir haben unsere Katze noch Muschi genannt. Ja? Das willst du doch heute auch nicht mehr machen, oder? Da fällt mir gerade ein, da haben neulich die zwei Nachbarskinder das erste Mal ihre Oma nackig gesehen, als sie aus der Badewanne kam. Da ruft die kleine Jacqueline, oh Oma, du bist ja auch ein Mädchen, das wusste ich gar nicht. Also erstens, hast du da Oma früher nie nackig gesehen. Und ich glaube, das war auch besser so, ja. Und zweitens, wenn du sowas gerufen hättest, hätte erst der Vater und dann der Opa ihre Handabdrücke auf deinem Backe verewigt, wie die Hollywood-Stars of Walk of Fame. Also da haben wir dir jetzt keiner erklärt und in der Schule hast du es nicht verstanden oder ist an dem Tag halt wieder gefehlt. Ja. Naja, deshalb sind wir ja extern aufgeklärt worden. Nee, vom Dr. Sommer. Ja. Nee, ich habe natürlich nicht die Bravo gelesen. Ich habe mir immer den Metal Hammer gekauft, ja, aber... Also, meine Schwester, die hatte die Bravo abonniert. Und wenn ich die dann einmal die Woche immer zufällig in die Hand bekommen habe und habe die dann so durchgelesen, ja, und die ganze langweilige Geschichte mit Robbie Bauer und den Teens und sowas, ja, da kam auch immer irgendwas mit Sex, immer so Fragen wie, ist mein Penis zu kurz? Oder sind meine Brüste zu klein? Da habe ich mir ja auch jahrelang Gedanken darüber gemacht, gell? Ja, ob meine Brüste zu klein wären. Gell? Bis meine Frau mir mal erklärt hat, dass Männer normalerweise gar keine Brüste bekäme, ja? Mei wären groß genug, ja? Und dann natürlich der Klassiker, kann man von Oralverkehr schwanger werden? Und dann hat der Dr. Sommer gesagt, nein, das geht nicht. Ja? Hätte er besser mal gesagt, nee, nur dann nicht, wenn dir deine Partnerin mit dicke Backe aus der Besenkammer kommt, weißt du? Könnt ihr euch noch erinnern? Es Bobbeltje, der Boris Becker, dieser aufgeschwemmte Schlägerbespanner, der wird ja in einer Geschwindigkeit immer hässlicher, der muss ja die Madame Tussauds jede Woche neue Wachsfigur kleiden. Ich meine, gut, seine Geschichte mit dem Bäcker, wie sie mir wenigstens was Samenraub ist, oder? Samenraub, das hätte mir früher nie gemacht. Das ist ja wie Setzlinge im Baumarkt klauen. Ja? Wenn dich früher deine Mutter beim Sex erwischt hat, oder sagen wir mal so, was wir dachten, was Sex halt so wäre, ja? Also ich sage mal, ein Junge und ein Mädchen in einem Zimmer und die Tür war zu. Oh, wow, 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 das war ja quasi schon ein Gangbang. Ja? Dann die Heizung auf 5, weil die Mädels immer so gefroren haben, ja? Dann hast du irgend so romantisch Kassette aufgelegt, was du halt da hast, was weiß ich, Megadeth oder sag schnell Honey und Nanny auf dem Bauernhof, ja? Und dann natürlich immer Kerze, 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 Kerze. Hier die erste 4 Mark habe ich gar nicht zum Fummeln, hat hier jetzt mal die Feuerwehrtür gestanden. Warte. Und wenn dann einer von beiden noch seinen Parker ausgezogen hat, oh, 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 oh. Und wenn dich dann dabei der Mutter oder von mir aus auch die Feuerwehr erwischt hat, dann war dir das peinlich. Peinlich, kennt ihr das Wort noch? Das ist Althochdeutsch. Ah, den jungen Leuten ist doch heute nichts mehr peinlich. Denen ist ja mit 12 Jahren höchstens noch peinlich, weil ihre Freundinnen mehr Sexvideos im Netz haben als sie selbst. Ich werde nie vergessen, meine Erstfreundin. Wir haben jahrelang gewartet, bis die Eltern endlich mal 2 Stunden weg waren. Und dann haben wir angefangen rumzufummeln. Und glaubt mir, ich habe mich wirklich dilettantisch angestellt. Aber woher hätte ich es auch wissen sollen? Es gab ja noch kein YouPorn. So, ich war gerade so richtig schlecht und dilettantisch am Fummeln, als die Tür aufgeht und der Vater meiner Freundin im Türrahmen steht und ruft: Ey, was macht denn ihr da? Hab ich nur gedacht, oh. Pff.
Ah, der ist ja noch blöder als ich. Ja, was glaubt denn der, was wir da machen, hä? Was werden wir machen, hä? Ein Junge und ein Mädchen, die nackig stehen an den Betten, haben jeweils die Hände am Körper des anderen. Ja, was werden wir machen, hä? Training fürs olympische Paar liegen? Erste-Hilfe-Kurs für den FKK-Urlaub? Oder Reise nach Jerusalem mit nur einem Bett? Ich meine, Entschuldigung, wie blöd war denn der hier Vater? Dem sein Katz hieß wahrscheinlich, ach, Muschi, ja? Wenn du heute die jungen Leute beim Sex erwischst, dann rufen die höchstens noch, Tür zu, du Spanne. Und das nur, weil du jetzt immer eine Viertelstunde durchs Türschloss gelotst hast. Wenn heute die Lehrerin der vierten Klasse zu den Kindern sagt, so liebe Kinder, und heute erkläre ich euch mal, wo die Babys herkommen, ruft doch hundertprozentig die Kevin aus der letzten Reihe. Können die, die schon gefürchtet haben, ein Rauche gehen? Ja? Ist dann jetzt schon wieder? Ach, wieder meine Tochter. Kind, was ist, was willst du? Was hast du? Einen Wildunfall gehabt? In der Fahrstund? Was hast du? Ein Reh überfahren? Hör mal, sag dem Manfred, er soll auf die Straße gucken und den ständig ins Dekolleté glotze. Was ein Dekolleté ist, erklär ich dir heute Abend. Ja, jetzt richte ich mal nicht so auf wie dem blöden Vieh. Ich meine der Manfred, ich meine das Reh. Pack's in den Kofferraum, bring mit, lehm Mäuer auf den Grill. Schatzi, das muss dir nicht mehr leid tun, das ist ja jetzt tot. Hm? Aber pass auf. Pass auf, das ist der Knaller. Pass auf. Ich kann nicht mehr. Pass auf. Vielleicht. Vielleicht kannst du es ja noch reanimieren. Verstehst du? Reanimieren. Ei, welchem Reh? Doch, das ist witzig. Sag du mir nicht, was witzig ist. Ja? Hallo? Hallo? Aufgelicht. Reanimieren. Was ein geiler Gag. Nett. Na dann nett. Klinglich mal mit Glöckchen, hm? Ich habe eh gemerkt, es gibt heute ein paar, die würden es gerne mal ausprobieren. Hier, mein Freund da vorne. Was musst du mal, bevor du mit dem Glöckchen klingelst? Was musst du mal, bevor du mit dem Glöckchen klingelst? Was musst du machen, bevor du mit dem Glöckchen klingelst? Sehr gut, da hast du das Glöckchen, da hast du es. Wenn es klingelt, sie wissen Bescheid. Ja? Ja? Nein, 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 er hat recht, er hat recht. Man muss duschen und sich rasieren. Ja? Und sich rasieren. Oh Gott, meine Frau. Oh, nerv. Schatzi, ja? Was? Ja, ich hab sie nicht mehr, ja. Nee, der Auftritt noch nicht. Quatsch, ich hab nie gesagt, dass der Auftritt schlimmer wäre als das Darmröntgen. Was ist, was willst du? Nö, also sie hat gesagt, soweit sie sehen könnt, wäre alles in Ordnung. Wie schad. Was hast du für mich? Getwittert? Was denn? Ah, Knalle. Was ein schöner Tag, der Doktor hat mal wieder reingeschaut. Riesegag. Naja, die Leute schmeißen sich auch gerade weg. Was hast du da? Ein Lied für mich gewünscht? Im Radio? Ach, wie süß. Was denn für eins? Was? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Wieso und das? Ah, wie dem Darm, Darm. Ja, ja. Riesegag. Ja, ja. Darm, Darm. Ja, ja. Ja, ja, super. Ja, mach's gut. Ja, ja. Ja, tschüss, tschüss. Sag mal, die säuft doch, oder? Darm, Darm. Also die hat sie doch nicht mehr alle, oder? Die hat sie nicht mehr alle. Das war wie neulich. Pass auf, neulich war meine Frau und ich, da waren wir bei Frühstück für Arbeitskollege eingeladen. Ich wollte das gar nicht mit, aber du weißt ja, wenn du nicht mitgehst, da gibt's wieder wochenlang kein Sexklingel. So. Und... Also bin ich damit hin. Leute. Moins um 9. Um 9. Das ist doch keine Uhrzeit. Um 9. Da ziehe ich mir normalerweise das letzte Hefeweizen auf, bevor ich ins Bett falle. Wir kommen dahin.
Da fragt uns die Chefin des Hauses, was wir für einen Tee trinken wollte, ja? Und hab ich gesagt, gnädiges Fräulein. Hab ich so nicht gesagt, aber so ähnlich, ja? Ich hätte gerne einen Kaffee. Also mit Milch oder eine Latte oder von mir aus auch schwarz. Hauptsache Kaffee. Schnallt euch an. Wie ich nach dem Kaffee frage, sagt die zu mir, mein Mann und ich, wir trinken keinen Kaffee, wir trinken nur Tee. Und das auch nur aus fairem Anbau. Also bitteschön, was ist ein bitteschön fairer Anbau? Wenn du die Teepflanze vorher gefragt hast, ob sie wirklich heute schon geerntet werden wollen oder was? Leute, so Sachen verstehe ich nicht. Ich meine, die können ja von mir aus Moins trinken, was sie wollen. Die können ja von mir aus Moins heißes Wasser oder Mittelstrahl saufen, ja. Aber ich hätte halt gerne einen Kaffee. Hatte sie nicht. Dann hat sie mich gefragt, ob ich denn wüsste, wie viele Kinder in Brasilien auf Kaffeeplantage arbeiten müsste und dadurch traumatisiert werden. Da habe ich gesagt, keine Ahnung. Die hat dann so schmallippig geguckt. Ich habe gar nicht verschluckt, gleich ihr Kinn, weißt du? Dann hat sie uns aufgezählt, was sie für Teesorte hätte, ja. Ceylon Nuvara Elia District, Darjeeling Autumnal Longxin Senja. Ich hab gedacht, die lädt mir ihre Hautkrankheiten vorlesen. Was? Hier, ich weiß nicht, was die in den Tee getan hat, den ich aus lauter Verzweiflung getrunken habe. Aber so habe ich mich das letzte Mal gefühlt in der 8. Klasse, als ich meinem Kumpel Peter Lichtenkram Haschisch aus dem Eimer geraucht habe. Ich hab ja, komm, scheiß drauf, isst da halt was Schönes, ja. Mettbrötchen oder so, ja. Und dann, tischte Miss Fairtrade 2016, ja, aber mal so richtig auf. Es gab schonend geröstetes Brot mit Avocado-Chutney und Bärlauch-Pesto aus Sri Lanka. Schonend geröstetes Brot. Wie kann ich da bitte schön Brot schonend rösten? Pack ich da vorher Sonnenmilch drauf, da steht verbrennt oder was? Leute, so Sache verstehe ich nicht. Ich hab da komm, sei nett, hab gesagt, oh, Avocado-Chutney, selbst gemacht. Und da sagt diese Batik-Schnepfe zu mir, nein, das haben wir aus Guatemala einfliegen lassen. Das ist nicht nur lecker als Brotaufstrich, sondern das kann man auch auf Wunden schmieren, damit die schneller heilen. Und da habe ich gesagt, ja, ne, ja. Ja, naja, ja, das kenne ich, also das kenne ich. Ja, das kenne ich. Wenn mir langweilig ist, kaufe ich auch immer ABC-Pflaster, ja? Ich guck mal Frau an, die so ein roter Kopf. Ich sag, komm, Rogge, als Maus, gib wieder nur Eier, ja? Am Schluss hat sie uns gefragt, was man noch für einen Tee haben wollte. Sie hätte noch Best Balance, Good Vitality, Essential Energy und Feel Relaxed. Ich hab gesagt, ich hätte gern einen, geh mir doch bitte nicht auf den Sack-Tee! Ich guck mal Frau an, die so ein roter Kopf, springt auf und rennt raus. Ich direkt hinterher, kaum auf der Straße, bückt die sich und spuckt das ganze Bärlauchpesto auf die Gas. Ja? Und sagt, Bärlauchpesto aus Sri Lanka schmeckt genauso scheiße wie Mettbrötchen, was sie mir da an der Sonne gelehrt hat. Und er sagt, gell Schatz, da gehen wir nie mehr hin. Dann hat ich gesagt, nee, das können wir auch nicht. Ich hab nämlich beim Rausgehen in ihrem Dreckbank noch 5 Snickers in die Hand gedrückt. Verstehst du? Und da wusste ich, Da wusste ich, das ist meine Frau, ja. Naja gut, der Tag war dann eh angebrochen, dann sind wir an dem Tag, weil schön Wetter war halt, und noch immer zusammen ins Schwimmbad. Ne? Gut, jetzt gibt es so ein paar Schlauder, die sagen, Rocke, wieso gehst du ins Schwimmbad, du hast doch einen Pool. Ja, das stimmt, aber da habe ich ja nie mal Ruhe. Da sind mir die ganze Freundin von meiner Tochter drin. Die Ricky und die Kiki und die Hiki und die Schnicki. Alle um die 18? Alle psychisch krank und genieme im Kopf und er weiß nicht, was sonst die Schminke verläuft. Und dazu noch die Halbfußballmannschaft von meinem Sohn. Da fährst du freiwillig in öffentliches Schwimmbad nur mal, um deine Ruhe zu haben. Aber was heißt denn hier Schwimmbad? Was ist das sind doch keine Schwimmbäder mehr, oder? Als das erstmal drin war, das sieht ja aus wie Raumschiff Enterprise nach einem Wasserrohrbruch. Früher bei uns, das waren Schwimmbäder. Die hießen Schwimmbäder, weil man da schwimmen konnte, genau. Es gab früher genau 3 verschiedene Becken. Erstens so ein Babybecken, dann so ein mittleres mit 1,20 Meter Wasserhöhe, wo jeder Normalwüchsige drin stehen konnte, und so ein großes mit Sprungturm. Das Babybecken war immer am wärmsten.
Ja, das lag jetzt nicht daran, weil ich das geheizt hätte. Ja? Das Mittlere, das war genau unser Reich. War genau das Richtige, um sich gegenseitig nass zu spritzen, unterzutauchen, Ball zu gewerfen und Mädels anzubaggern. Ja? Das Problem, unser Wasser war nicht so warm, weil unser Pipi hat nie ganz gelangt. Ja? Und die immer noch Wasser nachfüllen müsste und dann immer noch so viel Chlor drin, dass du noch 3 Tage später aussiehst wie so Kanickel mit Myxamotose. Ja? Und wenn du dann, mit 17 endlich das Seepferdchen bestanden hast, ja? Also 1 Minute schwimmen, 3 Meter tauchen und einmal ins Becken pingeln, ohne dass der Bademeister merkt, ja? Dann bist du auch direkt aufs 1-Meter-Brett, ja? Und wenn du dann nach 10 Minuten Posing auf dem Brett endlich dein Schiss überwunden hast und bist da neigesprungen, dann hat das so nicht ausgesehen wie Tarzan, sondern eher wie so eine Schweinehälfte, die vom Kühllaster kippt, ja? Und wo bist du gelandet? Wo bist du hundertprozentig gelandet? Nicht auf dem Bauch, auf so eine Oma, die seit 48 Stunden ihr Runde dreht. Mit so einer rosa Badekappe, mit so bunten Plastikblumen oben drauf. Und der bist du voll auf den Kopf gesprungen. Und dann hat ich den Bademeister rausgepfiffen. Ja, Leute, und bei uns, das waren doch noch Bademeister, oder? Wir hatten noch Bademeister. Nicht so Pilatus-gestählte Sonnenbank-Tester mit dem Tattoo auf dem Waschbrett. Wir hatten noch Bademeister. Das waren die, die sie beim Bund rausgeschmissen haben, weil sie die Rekruten so schlecht behandelt hatte. Das waren die, die in der Fremdenlegion aufgehört haben, weil es ihnen zu langweilig war. Das waren die, obwohl sie lebenslänglich bekommen haben, aus dem Knast geflogen sind, wegen zu schlechter Führung. Wenn der gepifft hat, warst du rucki-zucki aus dem Wasser draußen, das glaubst du aber. Und es gab klare Regeln. Wer einmal vom Beckenrand springt, muss 3 Tage lang die Tretmine aus dem Babybecken fischen. Bevor man da rein darf. Das sind doch heute keine Schwimmbäder mehr. Heute sind das Spaßbäder und Erlebnisoase. Die aber auch 3 Bäcker, aber ganz anderen. Das erste eins mit so künstlicher Welle, also quasi so Zimmer-Tsunami, ja? Wo du nach 3 Minuten mit dem Kopf auf den Rand knallst und ertrinkst, ja? Nur weil die Pilatus-Badetrante sich wieder mal im Spiegel betrachten muss, anstatt auf die Leute aufzupassen. Das andere, das ist so Doppelthermalbad, wo die eine Hälfte vom Wasser so heiß ist, dass du Tee drin kochen kannst, ja? Und die andere Hälfte so kalt, dass du die Temperatur am College ablesen kannst, ja? Und dann auch so eins mit so 48 Wasserrutschen, wo die ganze Mohammed, Sergejs und Paul Willis sich beim Runterrutschen mit Pumpguns noch gegenseitig die Aura ausschießen. Und vor allem nie warte, bis einer unten angekommen ist. Nee, immer direkt hinterher rutschen. Das heißt, dass wenn der hochkommt, du den Chase mit den Fies auch voll in der Oberkiefer knallst. Es macht halt auch einen riesen Spaß, ohne Taucherbrill am Beckenboden Schneidezähne zu suchen, ja? Vor allem, wenn ich die Brühe vom Blut noch rot färbt. Früher hat dich der Bademeister für zu früh Rutsche mit dem Betäubungsgewehr erwischt. Hat dich aus dem Becken gezogen, dir den Arm ausgekugelt und den dermaßen Satz heiße Ohren verpasst, dass du noch 3 Tage später aussiehst wie so ein Induktionsherd. Heute ist der Bademeister mit ganz anderen Sachen beschäftigt, mit Wasserkoche fürs Thermalbad. Und wenn der mal einer von den Rutschterroristen erwischt, dann spricht der mit dem. Du, Kelvin. Das darfst du nicht. Wenn du noch mal dem Roger den Oberkiefer brichst, dann ist der schöne Bademeister ganz traurig. Und du musst 6 Wochen lang auf dem Eiselmeer in so einem sozialpädagogischen Projekt rumschippern, Leute. Weine können dich weinen, wirklich, weißt du. Aber was doch früher auch besser war, das war doch der Kiosk im Schwimmbad, oder? Wir hatten noch Kioske und nicht so Catering-Tempel oberhalb der Becke, wo die geile alte Böck versucht, die Mädels unter den Bademantel zu lunzen. Wir hatten noch Kioske und vor allem, es gab in jedem Kiosk dieser Republik überall dasselbe Einheitssortiment. Überall. Als erstes Dolomiti oder brauner Bär? Das war ja eine Glaubensfrage, ja? Du hast entweder das eine gemocht oder das andere. Wer beides gemocht hat, mit dem war ja definitiv was nicht in Ordnung. Das waren genau dieselben zwischen Mädels und Jungs Toilette, sondern hin und her getippelt sind, bis sie in die Hose gemacht hatte, ja?
Dolomiti oder brauner Bär. Da haben sich Freundschaften gegründet oder wurden beendet, ob dieser Glaubensfrage. Bis es Ed von Schleck gab, dann war alles zu spät. Ja? Aber definitiv. Und dann? Und dann gab es immer noch Currywurst und Pommes. So. Und wenn du dann von dem ganzen Nassgespritzel unter Getauche hungrig warst, dann bist du zu dem Schwimmbad-Kiosk gelaufen. Dann hast du Shay mit einer Planke Fies auf deine kochend heiße Waschbetonplatte gestanden und hast immer innerhalb kürzester Zeit unter dem rechten Fuße Pommes und unter dem linken Fuße 2 Tage alt Curry wascht. Ja? Bist du dran, was hat sie mittlerweile noch Ketchup und Mayo mit der Ferse aufgegabelt? Ja? Du hast also quasi schon eine komplette Mahlzeit an den Füßen hängen. Ja? Hättest ja eigentlich nur noch reserviert holen müssen. Ja? Und wenn du auf dem Weg dahin, und wenn du auf dem Weg dahin nur von drei, von denen 100 Wespe, die immer um den Lagnesemülleimer rumgeflogen sind, gestochen worden bist, dann warst du ganz weit vorne. Also in der Schlange. Dann hast du dein Resttaschengeld gezählt und hast festgestellt, es langt ja sowieso nur noch für Dolomiti. Und auf dem Rückweg zu deinem Handtuch bist du von den anderen 97 Wespen abpunktiert worden. Dann bist du heimgekommen, hast noch Mitleid geerntet für deine wespenverquollene Visage und deine vom Chlor gerötete Aure, dass sie in Wahrheit vom Flennerotwein und das Gesicht vom Bademeister zerbeult, weil du mir versucht hast, ein Loch in die Mädelsumkleide zu bohren. Ist doch so überhaupt nicht aufgefallen, oder? Was ist dann jetzt? Meine Tochter. Sag mal, Kind, gab's aber die Telekom, ich gehe meinem Vater auf den Sack frei, Minute, oder was? Hallo, bleib mal ganz, hallo, halte mal die Klappe, bleib mal, hallo, ganz kurz, sei mal still, ganz kurz. Ihr glaubt gar nicht, dass die anruft, oder? Pass auf, ich geh mal auf Lautsprecher. Sag mal, Kind, wieso kannst du eigentlich die ganze Zeit telefonieren? Sag mal, ich denk, du hast Fahrstunden, sag mal, das gibt's doch gar ja, nicht. Ja, wir stehen jetzt hier auf der Autobahn, auf dem Seifenstreifen, oder wie das heißt. Seifenstreifen, ja, nee, ist klar. Wieso, hatte Manfred beim Fußraushalten seinen Schuh verloren, oder was? Nicht lustig. Doch, das ist lustig. Gib mir mal Manfred ans Telefon. Komm, auf, hopp, gib den mal her. Das geht nicht. Der liegt unterm Auto. Was? Du hast den auch noch umgenäht. Ich will dir mal eins sagen. Den Manfred können wir definitiv nicht auf den Grill legen, ja? Das musst du wissen. Das ist nicht so einfach wie mit dem Reh. Das aber jetzt chill mal echt, ey. Das Auto ist kaputt. Ein kaputt Auto für 10.000 Euro. Ein Schnäppchen, Tochter. Ein Schnäppchen ist das. Verstehst du? Boah, Papa, nerv nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich wollte ja heute auch noch mit der Regie ins Brasilien-Waxing. Pass auf, ich hab eine Idee. Und zwar, guck mal, die Mittelkonsole, da müsste so ein Schlitz sein, da musst du so einen Chip reinstecken, dann fährt er wieder. Das war zumindest bei Manfred bei der Cup auf seiner Autos immer so, weißt du? Einfach das Chip in den Schlitz und dann fährt er wieder. Papa, weißt du? Ja? Der ist so schlecht, den kannst du in dein neues Programm nehmen. Das ist witzig. Sag du mir nicht, was witzig ist, Fräulein, ja? Du musst nämlich mal eins... Hallo? Hallo? Aufgelegt. Wollt ihr eigentlich mal wissen, wie meine Tochter aussieht? So. Meine Töchterchen. Die Frucht meiner Lenden. Was ist denn jetzt? Ach, guck mal da. Das Video ist endlich downgeloadet. Das hat ja auch gedauert, oder? Na gut, es ist ja auch der Director's Cut inklusive Making-of. Hier, ja, das ist ja geil. Man erkennt gar nichts. Sag mal, da fällt mir gerade ein, ich habe das vorhin mit dem Damenröntgen gar nicht fertig erzählt, oder? Ist das fertig? Nee, gell? Ja. Wo war man da stehen geblieben? Ach so, ja, genau. Also mein Popodok hat mich gefragt, sag mal, Rocker, was hältst du von der Darmspiegelung? Dann habe ich gesagt, nee. Dann habe ich gesagt, man könnte ja auch den Darm röntgen. Dann habe ich gedacht, röntgen? Hier. Yeah. Also hingehen, 3, 4 Fotos machen, wieder heimgehen, Popodok, das machen wir. So, ja. Und dann hat er mir die Nummer von der Popo-Röntgenstation da gegeben und dann habe ich den Termin für heute Morgen ausgemacht und dann haben die mir auch so einen Zettel mit so Abführmittel mitgegeben und haben gesagt, ich soll das halt 24 Stunden vorher nehmen, ja. Nichts mehr essen, aber ganz viel trinken, ja. Hm.
Naja. Ich war heute Morgen noch besoffen, ja. Nee, aber es wäre alles gar kein Problem, ja. Der erste Warnschuss kam aber, als ich mit dem Abführmittelrezept in die Apotheke drin bin, ja. Ich habe das so auf die Trese gelegt, ja? Und dann wurde es ganz still in der Apotheke. Die haben mich also mitleidig angeguckt, ja. Nach dem Motto, oh, der arme Rocker. Den haben wir immer so gemockt. Weil er sich montags morgens seine Familiepackung Aspirin geholt hat. Und die erste hat immer schon direkt im Lade gegessen, ja. Jetzt muss er diesen schweren Weg ganz alleine gehen. Ja. Dann haben die mir 5 Päckchen Tempus mitgegeben. 5! Nicht so wie sonst 1, nee, 5! Mittlerweile weiß ich auch warum. Die wollten mir wahrscheinlich Klopapierrollen mitgeben, ja? Aber wie hätte das ausgegeben, denn die ganze Leute? Ja? Also, ich vor 24 Stunden das Abführmittel genommen. Leute. Und das heißt nicht umsonst Abführmittel. Das ist, was ich 24 Stunden gemacht habe, abgeführt, wie die Polizei. Wenn ich mich mit dem nackischen Bobbes zu den Pavian in Frankfurter Zoo stelle, du siehst von hinten gar keinen Unterschied mehr. So, ich heute morgen mit dem Bus dahin. Neben mir sitzt so ein Michelin-Mensch und frisst die ganze Zeit Snickers. Leute, ich mag überhaupt keine Snickers. Ich habe nur gedacht, wenn du dir jetzt noch so einen Schokoriegel in deinen Kiefer stummst, bringe ich dich hier im Bus um. Dann soll ich mich von mir aus direkt verhaften und in den Knast stecken, da gibt es wenigstens was zu essen. Allein die Kaugeräusche haben mich bald in den Bestand gebracht. Ja. So, ich in der Poporöntgenstation angekommen, bin auch direkt drangekommen. Dann haben die mich in so ein Vorbehandlungszimmer gestellt und gesagt, so Herr Rocker, ziehen Sie sich bitte komplett aus, Sie sind auch gleich dran. Und ich so, wie komplett? Fortphase. Fünf Minuten später haben sie mich geholt, haben die mich in so einen Raum geführt, so stockdunkler Raum, ja, der wirklich schon ausgeklärt wie die Folterkammer von Herrin Heike, ja, und in der Mitte sah aus wie so ein Holzsack, ja, und da musste ich mich reinlegen. Dann hat diese angebliche Ärztin, also hat dann so ein Witt genommen. So ein Witt und hinten dran war so ein Pfff. Ja. Also so ein Witt und so ein Pfff. Und in dem Pfff, das war wie so flüssig Penadecreme. Und dann hat diese angebliche Ärztin, also das Witt, und dann so Schnüsse. Und dann. So. Und dann war das da drin. So. Jetzt hat die nur gesagt, das müsste da wieder raus. Und ich sollte aufs Klo gehen. Und hat mir dann so einen ganzen Stapel Papierhandtücher mitgegeben. Die sollte ich mir so hin beim Laufen davor. Weil sie gesagt hat, mein Schließmuskel hätte nicht seinen besten Tag. So. Ab, Schmitty! Dinge da vorgehalten, dann bin ich schon so auf das Klo. Und natürlich habe ich im Raum 4 wunderschöne, junge, hübsche Arzthelferinnen gestanden. Verstehst du? Nicht 4 alte, blinde, hässliche Männer, nee. 4 wunderschöne, junge, hübsche Arzt. Als die mich so gesehen haben, haben die nur gedacht, oh, der Rocker. Was eine Fackel. Vielleicht will er einen Abend mit uns essen gehen. Nach Darmstadt. Polenta mit Kartoffelpüree. Vielleicht haben sie noch einen Stuhl frei. Das war nicht witzig. Ich zurückgekommen, mich wieder in den Sasch gelegt. Diese angebliche Ärztin
Obwohl ich mittlerweile gar nicht mehr sicher war, ich habe gesagt, vielleicht wirklich Herrin Heige, vielleicht habe ich mich auch in der Hausnummer geirrt, ja. Die hat dann so ein... So ein Schlauch genommen. So ein Schlauch. Leute, und wenn ich sage Schlauch, dann meine ich Schlauch. Dick wie mein Unterarm und 100 Meter lang. Quasi so ein Popo-Kärcher. Ja? Nur, dass hinten dran so Luftpumpe war. Ja? Dann hat mir Herrin Heige nur so zum Spaß, zu ihrer Belustigung, die 100 Meter Schlauch einmal komplett durchs Gewinde gezogen und zwischendurch wieder immer auf die Pumpe gedrückt, sodass ich nach 2 Minuten langsam abgehoben bin. Ich habe dann mal nach der Hausnummer gefragt, die hat aber gestimmt. Ja. Hier, ich hab gestöhnt vor Schmerzen. Da kreischt mich Herrin Heige an. Herr Hypothalamus, stellen Sie jetzt so an. Ich hab hier 90-jährige Männer, die stellen Sie jetzt so an. Also, Entschuldigung, mit 90? Pff, ist mir doch eh alles scheißegal, ja. Herr Hypothalamus, andere Ärzte, die Sie aufblasen, die Sie unter den Deck hängen. Da hab ich schon gesagt, schätze, die 10 Zentimeter machen den Bock jetzt aber auch nicht mehr fett. Wenn ihr den nächsten jemand seht mit einer Beule an der Stirn, der war 100% beim Darmröntgen, lasst euch nichts erzählen. Dann hat... Dann hat die den Film gedreht und die Fotos gemacht und dann... So... Und dann durfte ich mich wieder anziehen. Es ist jetzt so... Wenn du wie ich schon immer Hose anhast, die du im Normalfall grad so zukriegst, wäre das nicht einfacher, wenn du 100 in der Luft im Darm hast. Die Dreckshose ging nicht zu. Also ich raus, Darmschmerzen, schweißnass und offene Hose, vor die Tür so ein paar Mädels. Oh, der Rocker, kann mein Handyfoto? Wie ich an der Bushaltestelle stehe, ist mir irgendwann ja mal bewusst geworden, dass die Luft... da irgendwann einmal wieder raus muss. Ich habe nur gehofft, dass es an der Bushaltestelle passiert. Leute, ich wäre abgehoben wie so ein Heißluftballon. Wenn die mir einen Zettel an den Fuß gebunden hätte, hätte die 3 Wochen später Post aus der Alpe bekommen. Liebe Herrin Heige, haben wir einen Luftballon in ihrem Haus gefunden. Ich hoffe, sie haben damit Luftballonwettbewerb gewonnen. PS, schöne Karte, hässlicher Ballon. Ja. Und dafür, dass ich das alles überstanden habe, habe ich mich heute ganz wacker gehalten. Ich gehe gleich da vorne in den Merchandising-Stand und gebe Autogramme. Wenn es zwischendrin ein bisschen riecht, einfach ignorieren. Dankeschön. Vielen Dank.